Wir sind jetzt uns gerade verabschiedet gewesen, von 5 Tagen. Ja, spüren, leben, in sich gehen, in Verbindung sind mit anderen. Und es ist gewaltig, was da an Heilung, an Öffnung, an Prozessen passiert ist, die es ermöglichen und die es mir ermöglichen, anders jetzt wieder in der Welt zu stehen. Mit meiner Fülle, die ich sowieso in mir habe. Und die zum Erkennen und die zum Sehen, dass die immer da sind. Das ist bei mir. Also da muss ich nicht ein Handy hier, da muss ich nicht das Auto fahren, ein riesengroßes, sondern das ist in mir. Und das habe ich jederzeit dabei. Und das ist schön. Durch das, ich kann es nur jedem empfehlen. Bitte öffnen ihn für sowas. Ich kann mir sich vorstellen, dass es irgendjemand bereuen wird. Danke. Liebe, Dankbarkeit und Willenskraft. Das waren die drei Wünsche, die ich hatte, als ich gekommen bin. Welches waren deine? Weißt du es noch? Ja, natürlich weiß ich es. Ich bin sowas von klar jetzt. Liebe, Licht und ich bin wertvoll. Sowas von wertvoll wie noch nie. Ich fühle mich jetzt nach seinem 4, 5 Tage lang. Also es gab keinen Raum, keine Zeit, kein Hunger für mich. Es gab einfach nur sein. Bin so dankbar, da gewesen zu sein. Ich bin im Herzen zutiefst berührt, was geschehen durfte. Ich fühle mich viel klarer. Meine Sprache hat sich verändert, meine Stimme hat sich verändert. Ich fühle mich richtig klar. Und ich fühle mich dich, Christian, viel, viel verbundener, viel tiefer. Ich liebe dich wie noch nie. Ich gucke in deine Augen und sehe Licht, Liebe und Stärke. Ich bin so, so dankbar, dass mein Mann mitgekommen ist, weil ich weiß, es braucht Mut. Ja, gut gesagt. Kann ich alles tausendfach bestätigen. Unglaublich viel Liebe in diesen Tagen mit den Teilnehmerinnen, einer unglaublichen Stefanie Glaser, Assistentinnen und Assistenten. Es ist eigentlich nicht fair, jetzt das in der Reihenfolge zu nennen. Nein. Ist unbeschreiblich, was wir erleben durften. Ja, ich bin ehrlich, ich hätte das so nicht für möglich gehalten. Das in der Schlussrunde so was Schönes noch gesagt, Christian, das gesagt. Liebe ist die größte Kraft hier auf Erden. Und die tragen wir alle in uns ganz tief. Und wenn wir diese Sprache der Liebe wieder verstehen und wieder fühlen, in unsere Gefühle reingehen, in das Mitgefühl, dann können wir ganz viel bewirken in dieser Welt. Und in den Augen aller Teilnehmerinnen, Assistenten und Kursleiter ist alles drin. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten oder vorwegnehmen, aber schon das. Es ist wie Schokolade, man kann es nicht beschreiben. Du musst es probieren. Es gibt keine Worte für Schokolade, oder? Du musst es einfach testen, probieren. Und wie fühlt es sich dann jetzt? Gut. Süß. So wie das Leben ist.